Und da sind wir wieder. Der Jason ist immer noch ganz, ganz traurig. Ach, die soll mich nicht dauernd nerven. Ah, nee, oder? Ich habe herausgefunden, wie man reisen kann. Und das werden wir auch direkt tun. Los, Reise. Reise in die Welt hinaus. So, genau da wollte ich hin. Ach ja, die Karte ist ja so mini klein. Es gibt ein Geheimlabor. Informationszentrum. Ach so, das ist die Bibliothek. Das ist die Bar. Ich glaube, in der Bar sollen sich ja die Militärleute befinden. Deswegen gehen wir da jetzt erstmal hin. Ah, sehr schön. Das sieht doch super aus. Dann red schon mal mit denjenigen. Komm mal hinne. Du hast vielleicht Gerüchte über eine Explosion im Geheimlabor im Krater gehört. Alles gelogen. Es gibt dort nichts Interessantes zu sehen. Okay. Werden mal ein paar ein paar Theorien besprechen. Achso, Klaviersoldat habe ich gerade gelesen. So, was haben wir denn mit denen? Reden wir mal mit dem über Strangerville hier. Ich weiß, du bist traurig. Ach, das ist, oder ist das ein Star, weil die ganze Zeit so am Funkeln ist? Hallo, du solltest mit ihm gerade reden. Ich frage mich, was im Geheimlabor vor sich geht. Seit der Explosion vor ein paar Wochen habe ich niemanden mehr hinein oder herausgehen sehen. Ja, red mal ein bisschen schneller. Ich habe gehört, im Geheimlabor sollen merkwürdige Dinge vor sich gehen. Okay, ja, jetzt sitzen sie alle hier. Oh, Moment, hier vorne ist noch jemand. Sprich mit ihr. Das ist doch eine Sie, oder? Die verrückten Verschwörungstheoretiker glauben, im Geheimlabor im Krater würde etwas vertuscht werden, aber sie haben nicht den kleinsten Beweis. Ja, ich will aber gerne Beweise holen. Komm, rede mit den Leuten da draußen. Los. Mahine. Okay, der sagt das gleich. Hat er jetzt mit ihr schon gesprochen? Nee, immer noch nicht. Die Leute sollen sich keine Gedanken über das Geheimlabor im Krater machen. Das sind Spezialisten an der Sache dran. Echte Profis. Okay, war nicht hier vorne irgendwo? Meine ich das nur? Hier sollte doch eigentlich... Ach, hier vorne. Da. Über Strangerville reden. Genau. Nein, du sollst ihm immer noch folgen. So, Wissenschaftler durchsuchen die Strangerville-Archive der Bibliothek. Was sie wohl suchen? Ja, unsere Wissenschaftlerin hat es ja schon versucht, ist aber leider dann gestorben. Oh! Oh! Ein eingesperrter Gartenzwerg. Ist das der von Gänsehaut 1? Wer weiß, wer weiß. Wir reden mal über Strangerville. Wir können vielleicht auch
Ah, ich habe aber nur 12. Ich habe kein Geld dabei. Spionagewanzen. Hier kann man Spionagewanzen holen. Das ist natürlich richtig geil. Streng geheime Erfindungen. Bizarre Frucht. Bizarre Frucht, das kann ich kaufen. Aber Obi-Wan Wer ist das denn? Hallo? Wer Sparks, redet da mit ist mir? Neuland Zaya. Doba, Asbuk. Brimble, Situba. Huh? Kofa? Huh? Ja. Das, das Espinel. Downsay. Keine Spionage. Shishitwa? Obitessa. Ah, Dorma. Eternal Flare, the Kassin Dingalega. Yabba Zanks. Krieber, Fusama Flare. Griffin. Okay, also, wie das aussieht, sollten wir wahrscheinlich mal das Geheimlabor suchen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht hier auf der Karte, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Hallo? Hallo? Achso, jetzt macht er. Genau, dann gehen wir mal da oben hin. Ich glaube zwar nicht, dass wir da irgendwo reinkommen, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Da sind auch diese Pflanzen wieder. Ist hier irgendwo ein Eingang? Ist das der Eingang? Ja, er weiß selber gar nicht so genau, was er jetzt an dieser Pflanze finden soll. So, was haben wir denn hier? Können wir denn vielleicht irgendwas in dem PC sehen? Nein, leider nicht. Bisschen bearbeiten, Outfit planen. Da kann man auch nichts. Ah, Moment, hier ist eine geheime Tür. Wollen wir noch mal gucken, was es mit dieser geheimen Tür auf sich hat. Ah, mit Fingerabdrücken kann das sein? Na? Was macht er jetzt? Diese Tür ist abgeschlossen. Du brauchst eine Schlüsselkarte. Okay. Bestimmt kann dir eine Stadt jemand sagen, wo du eine herbekommst. Bevor du gehst, schnüffle im Geheimlabor rum, um weitere Informationen zu sammeln. Ja, ich denke, das ist das Geheimlabor. Was ist das? Ah, das sind Akten. Das sind Top-Secret-Akten. Okay, ja, noch nicht schlapp machen. Hier hinten ist noch so ein Stapel. Da gehen wir jetzt auch erstmal gucken. Schlafen kannst du später. Haben wir hier auch noch welche? Da können wir gleich auch noch mal reingucken. Sehr schön. Jason hat Stranger-Will-Beweise gefunden. Paket mit rätselhaften Samen. Ja, ein Paket mit rätselhaften Samen. So, dann schauen wir hier noch mal nach, ob wir da noch was finden. Eine Kaffeemaschine. Sollst sie aber nicht kaputt machen. Dies wurde bereits durchsucht. Ach, ich kann die Kaffeemaschine gar nicht benutzen. Oh, nee. Schnelle Mahlzeit essen. Hähnchen-Nuggets, komm. Schnell, schnell. Was ist das denn hier? Kühlschrank? Ah, da hinten sind auch noch Beweise.
Esst ihr schnell was und dann noch schnell die Beweise durchsuchen. Ja, komm. So, danach die Beweise durchsuchen. Komm, komm, komm. Wer weiß, wann das nächste Mal hier jemand vorbeikommt. Das sind Hähnchen-Nuggets. Ja, okay, doch. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Sieht eher aus wie Pellkartoffeln, aber ist ein Schälchen in der Mitte. Also doch, ja. Kann man ja eigentlich auf Toilette gehen? Ich meine, der Rest ist ja auch hier. So, dann guck du mal eben nach den Beweisen. Ich guck mal eben, ob es hier eine Toilette gibt. Nee, anscheinend nicht. Und haben wir was gefunden? Oh, oh. Ein verschlüsseltes USB-Gerät haben wir gefunden. Ein talentierter Programmierer kann es vielleicht entschlüsseln. Du findest es im Inventar deines Sims. Oh. Oh, ich muss mindestens Level 3 der Programmierfähigkeit haben. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir reisen. Erstmal wieder nach Hause zum Schlafen. Das Problem ist, dass wir natürlich jetzt auch wieder arbeiten müssen. Hallo? Du sollst nach Hause reisen? Bist du jetzt schon zu Hause? Nee, du bist nicht zu Hause. Was wagst du, hier rumzuliegen? Hör auf, du sollst reisen. Hallo? Genau, ruf mal an, dass sie dich nach Hause teleportieren. Es schläft sich doch viel erholsamer, wenn du in deinem eigenen Bett liegst, oder nicht? So, schlepp dich noch ins Bett rein, genau. So, dann kann er sich jetzt erstmal ein bisschen erholen, weil er muss ja dann auch wieder fit sein, wenn wir jetzt wieder zur Arbeit fahren müssen. Wird aber wahrscheinlich eh gleich aufstehen, weil er dann dringend mal auf Toilette muss, genau. Das dachte ich mir schon. Ja, dann geh doch auch auf Toilette, komm. Hopp, hopp. So, wir haben 3 Uhr morgens. Das heißt, du kannst dann auch noch ein bisschen weiter schlafen. Schön, dass sie das immer alles direkt so machen, wie man es machen sollte. Ich meine, ich brauche zum Glück dann nur danach aufs Bett zu klicken. Er macht alles automatisch. So, die Energie ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist schon mal super. Muss in einer Stunde zur Arbeit gehen. Ah, er muss um 10, glaube ich, zur Arbeit gehen, ne? Ob der das noch schafft, was zu essen, ich weiß es nicht. Aber die Hygiene ist halt schon wichtig, ne? Frühstücken. Oh, wir kriegen noch gerade so Rührei mit Speck hin. So, komm, das Baden mal unterbrechen hier. Na los. Ach, der ist schon auf der Arbeit. Okay, dann lassen wir ihn jetzt erstmal. Soll angeblich eine Berühmtheit sein. Ne, kann ich jetzt nicht nachsehen, weil ich bin auf der Arbeit, Junge. Ich habe da jetzt gerade keine Zeit für. Ja, dann würde ich mal sagen, warten wir, bis er wieder von der Arbeit zurück ist. Wieso geht das hier nicht schneller? Soeben sind Rechnungen in deinem Briefkasten geflattert. Das ist schlecht. Ich habe vergessen, dass ich noch was bezahlen muss. Oh, ach du Schande. Schulden in Höhe von 464 Dollar. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. So viel habe ich jetzt heute nicht nach Hause gebracht. Du kannst bezahlen, indem du dein Telefon, den Computer oder den Briefkasten verwendest. Oh, oh, oh. Kann ich das ins Inventar nehmen? Die nehmen mir das sonst weg. Die nehmen mir alle meine Möbel weg. Oh, das ist gar nicht gut. Wir sind nachher alles alte Schlucker. Ja, von mir aus. Komm doch vorbei. Geh mir doch auf den Sack hier. Hast du vielleicht ein bisschen Geld für mich? Da lacht die mich aus. Ich glaub's auch.
Wenn ich jetzt eine Staffelei... Moment, wenn ich jetzt eine Staffelei kaufe, aber die ist zu teuer, glaube ich, oder? Ja. Das dürfte dann unter Deko wahrscheinlich sein. Irgendwo hatte ich die gesehen. Ist das Kunst? Skulpturen? Gerümpel? Skulpturen sind aber nur solche, ne? Ja. Gemälde und Poster. Ach so, Fähigkeiten. Moment. Warum ist denn hier kein... Freizeit? Ach so, das sind andere. Okay. Ich hatte nämlich irgendwo Ausstellgerät, körperliche Aktivität. Verschiedenes. Hier gibt's das denn? Da war doch irgendwo noch eine Staffelei drin. Ach so, hier. Ah, die kostet so viel. Ah. Ja, dann, ja. Dann weiß ich jetzt gerade auch nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist noch nicht frei. Na naja, gut, das sind diese Profi-Dinger. Ich hätte vielleicht von Anfang an direkt mehr drauf gehen sollen, mich auf die Staffelei auch zu konzentrieren und auch dem seine Kreativität auszunutzen. Jetzt wollte ich mal Stranger Will entdecken und dann kommt mir hier sowas in die Quere. Das ist doch blöd. Vor allen Dingen habe ich nicht mehr viel Zeit, um dann wirklich was zu verdienen. Und wenn er jetzt nur noch 180 verdient, dann klauen die mir meine Möbel. Und die klauen mir garantiert irgendwelche richtig wichtigen Möbel. Also ich werde das Ganze jetzt mal überspringen. Es ist jetzt natürlich doof. Wieso geht der schlafen, wenn die da ist? Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber ich fordere jetzt mal mein Glück so ein bisschen heraus. Er ist wieder glücklich. Warum ist er glücklich? Junge, du solltest vielleicht mal auf Toilette gehen, wenn du mal musst. Hat er jetzt auch gerade festgestellt. Er ist hoffentlich nicht glücklich, weil er jetzt mit dieser Tuse da auf dem Bett gesessen hat. Das wird ihn seine verwitwete Ehefrau, oder eigentlich ist er ja der Witwer, wird ihm das nie verzeihen. Das ist ihm hoffentlich klar. So. Genau, räum das mal alles auf. Dann schreibt mal die mal ein. Grusel. Und komm ein bisschen dazu tanzen, damit du auch wieder Spaß am Leben hast. Das ist Grusel? Hört sich aber auch schnell nicht schlecht an. Ach, das kenne ich doch. Ja, das ist Grusel, aber okay. Ich höre irgendwie immer irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund. Das ist irgendwie ein bisschen creepy hier, wenn ich hier zu Hause bin. Das finde ich ein bisschen seltsam. So, genug getanzt. Du darfst jetzt wieder ausschalten. Und, ach nee, du nimmst am besten am nächsten Tag erstmal eine Dusche. So, du gehst jetzt erstmal schlafen. Und wenn du... Oh, was ist das? Was ist das? Lass das mit dem Schlafen. Ach, das ist er. Das ist gar nicht sie. Sind dir schon die bizarren Pflanzen aufgefallen, die überall in der Stadt sprießen? Halte am besten Abstand von ihnen. Die örtlichen Wissenschaftler machen noch Tests mit ihnen. Okay.
Erzähl ihm mal eine Verschwörungstheorie. Alicia Weeby, Voice. Ah, good for you, you Malfoy. Was? Sweet Panzer? Pretty shade, huh? Ja, wir reden noch mal, was Stranger will. Fwiss, Naps, Buna, Wies in a row. Oh, Gosha, Harvini. Genau, beschwer dich mal über die Rechnung. Wissenschaftler durchsuchen die Stranger will Archive der Stadtbibliothek. Ja, muss ich das mit ihm jetzt auch noch mal machen? Dann müsste ich das nämlich nach der Arbeit machen. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt auch schlafen gehen. Es tut mir wirklich leid, ich würde noch gerne weiter mit dir, Geistvampir, sprechen. Aber ich muss ja leider auch gleich zur Arbeit. Ich glaube, um 9 Uhr muss er da sein. So, das heißt, so 6:30 spätestens sollte er sich dann darauf machen, etwas zu essen. Alter, nicht so schnell. Nicht so schnell. Frühstücken. Mach Rührei mit Speck, wir müssen Geld sparen. So, danach darf er dann auch nochmal baden. Hallo? Der schläft ja immer noch, hallo? Du musst zur Arbeit, Junge. Kriegst du denn gar nichts mit? Ja, du musst jetzt leider Selbstversorger spielen. Du hast ja deine Frau in den Tod geschickt. Okay, in den Tod geschickt hatte sie nicht. Das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. So, du solltest dich aber mal langsam aber sicher beeilen hier. Scheiß auf die Hygiene. Du musst zur Arbeit. Los. So, wer oder was ist das? Mein Boss ruft an. Soll ich drangehen? Nein. Jason ist zur Arbeit. Yay. Und da ist er wieder. Wir haben nicht viel Geld bekommen, aber wir haben zumindest etwas bekommen. Allerdings... Ich weiß nicht, bis wann man die Schulden bezahlen muss. Ich hoffe bis zum nächsten Tag, aber ich denke, es war dieser Tag. Es steht hier auch nirgendwo drin, ne? Tierklinik. Im Internet surfen. Hm. Ja, das mit der Energie ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich würde trotzdem gerne mal mit dir... Nein, die anderen sind mir egal. Ich würde trotzdem gerne mal mit dir zur Stadt reisen, zur Stadtbibliothek.